war, dann kann ich ja doch mit nach Wano Kuni. Aber sonst kann es an sich nicht sein, dass Marco mitgeht, weil er muss halt immerhin auf die Insel aufpassen. Und solange Edward Weevil noch eine Gefahr ist, kann er nicht von der Insel weg. Deswegen muss Edward Weevil in irgendeiner Form aus dem Weg geräumt werden, dann kann Marco erst nach Wano Kuni gehen. Stürme das Schloss. Die Männer, die Ruffy retteten. Ruffy und Nami werden im Whole Cake Chateau gefangen genommen, nachdem sie von Big Moms Piratenbande besiegt worden sind. Doch inmitten der Verzweiflung leuchtet ein Lichtstrahl vor ihnen auf. Brook! Jetzt machst du mir Angst. Ich hoffe, ich habe einen richtigen Charakter gewählt. Oh, Schmalzlocke. Oje. Perurin? Mugiwara. Mai. Asta omoeba nan demo yuruseru. Saiko no wedding cake ga kueru kara. Oya? Ore no chujitsu na umi no senshi, Jinbe. Dou shita kyou? Das stimmt. あんたに大切な話を聞いてもらおうと思い、ここへ。うち、やめたりしねえよな。海賊なんだ。好きに生きるのが一番さ。だが、親子の杯を返されるのは、親の恥だよ。それは、お前という一大戦力を失うのさ。 お前も何かを失えよ。ママ、大変だ。捕まえていたあの骨の生物がいなくなった。ルフィがこの城に。この結婚に抵抗すれば、俺も仲間も全滅だ。 さらには、だから抵抗をやめると決めた。俺、サンジさん、私との結婚は地獄にはさせませんよ。君は救いだ。もし俺でよければ。 Nicht alles kaputt machen, Schatz. が式の途中で撃ち殺すからよ。
あんたたちもどの道生かしちゃおかね。哀れなネズミたち。おい待てプリン。何言ってんだ。さよなら。そんな。俺たちもサンジも騙されてたんだ。教えてやんねえと。 Ja gut. Rettet die entführte Crew. Okay, okay. Das kriegen wir hin. Boah, dass man das hier nicht schneller aufleveln kann. Oh je. So, was kann er denn? Prelude, Offer. Sturmangriff mit mehreren Vorwärtsstößen bei hoher Geschwindigkeit. Ekaki Uta Hitoyogiri führt einen schnellen Sturmangriff aus und durchschneidet Gegner. Soul King erhöht deine Angriffs- und Bewegungsgeschwindigkeit. Soul wird zu einer Seele, die die Feinde in der Umgebung unter Strom setzt und sie in Ohnmacht fallen lässt. Wird vorübergehend unbesiegbar. Hm, okay. Klingt nicht schlecht. Also ich hab vor, wenn es nicht zu lange geht, das heute noch durchzuspielen. Ich meine, wenn du irgendwie möchtest, kann man schon mal irgendwie den Klo-Break oder sowas machen. Das ist ja kein Problem. Aber so ist der Plan, es heute durchzuspielen. Dass ich mich morgen in Ruhe an Final Fantasy setzen kann. Hey, Jim, hey. Ich sehe nichts. Das ist eine dumme Attacke. Naja, Markus, ich habe aber kein Whitebeard zur Auswahl. Ich muss leider mit dem kämpfen, was mir das Spiel zum Kämpfen gibt. Und ich bin schon froh, wenn es nicht Lysop ist. So, die Mission haben wir erledigt. Schwester ätzt so viel und sagt mir, wo es weitergeht. Durchsuche jeden Raum, um einen Weg zur Gefängnisbibliothek zu finden. Okay. So, da lang. Ja, und wie komme ich in die Räume rein? Starte einen Angriff auf die Glocke und öffne die Tür zum Raum. Okay.
Gut, da war jetzt irgendwie nix. Oh, hi. So, mal ein bisschen aufgeräumt. Ich sehe nix. Gut, hier war auch nix. Hi Jimbe, du bist ein bisschen spät dran, Jimbe. Was wird mir erst im letzten Raum, ist was? Typisch Videospiel. Naru, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe One Piece Pirate Warriors 3 gar nicht gespielt. Ich habe es irgendwann mal auf Steam gekauft und nie installiert. Ich meine, ich habe von dem Spiel nicht so viel erwartet. Ich wusste ja, dass es so ein Dynasty Warriors Franchise-Klon ist, dass man nicht sehr viel an Story und so und Gameplay erwarten kann. Aber wieso denkst du denn, dass Pirate Warriors 3 so viel besser war? Wie gesagt, ich habe es nicht gespielt, kann es nicht sagen. Die Attacke heißt hier im Spiel irgendwie apropos falsch. Die Attacke heißt doch hier, was war das, der Hummingbird auf Englisch? Und Hanauta Sanshuo auf Japanisch dann. Hanauta Sanshuo! Naja, Hamalala, da müsstest du jetzt in den YouTube-Chat kommen. Da könntest du mit Naru Saku diskutieren darüber, welches jetzt besser war. Dreier oder Vierer? So. Ja, ich kann es ja Naru Saku mal anbieten, ob er nicht auf Twitch kommen will, um mit dir zu diskutieren, welches Spiel besser war. Das müsst ihr unter euch ausmachen. Sportpartner, okay. Also ich muss sagen, ich habe Pirate Warriors 4 jetzt auch noch nie online gespielt, großartig. Nee, Markus, ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass White Bitch Stimme irgendwie komisch war. Aber war das nicht eh bei Whitebeard so, dass der Originalsynchronsprecher von Whitebeard irgendwann gestorben ist? Oder war das jetzt nur im Deutschen? Also Hamalala, damit du mal weißt, warum One Piece Pirate Warriors 3 besser ist als One Piece Pirate Warriors 4. Ich lese mal vor. Online, der Dreamlock war besser, da gab es viel mehr zu machen. Es gab Support-Partner, die meisten Charaktere wurden genervt.
Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ich habe den dritten Teil nie gespielt. Ich kann da nichts zu sagen. So. Also Narusaku und Markus, damit ihr euch nicht wundert, wenn ich mit irgendwelchen Leuten spreche, die ihr hier nicht im Chat seht auf YouTube, liegt daran, weil ich sowohl auf YouTube als auch auf Twitch gleichzeitig streame. Und ich sehe halt den Chat von allen zusammen. Und wenn ich manchmal dann Leute erwähne, wo ihr nicht seht, dann heißt es einfach nur, dass diejenigen halt auf Twitch sind und auf Twitch schreiben. Damit ihr euch nicht wundert. Schlafe, mein Baby, schlafe schön ein. So, dann suchen wir uns mal die großen Gegner. Also ich fungiere jetzt mal als Twitch-YouTube-Vermittler zwischen Hamalala und Narusaku. Welches Spiel jetzt wirklich besser war? Also Naru, Hamalalas Antwort auf deine Argumente, warum OPPW3 besser ist als OPPW4. Das mit dem Support-Character fand ich persönlich schrecklich, weil aus der Luft auf einmal Charaktere erscheinen. Dreamlock war maximal minimal größer. So, halt. Ich laufe völlig in die falsche Richtung, weil ich gerade zu viel Chat lese. Hoppala. Ich muss mir kurz einen Weg finden, dann lese ich gleich den Chat weiter. Aber wir wollen ja auch ein bisschen vorankommen. Und ich muss gleich niesen. Gesundheit. Danke. Eieieiei. Okay, Narusaku, Hamalala kommt gleich auf YouTube. Dann könnt ihr darüber diskutieren, welches Spiel besser war. Ah, danke, Naru. Da, 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 da. So, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Hamalala, einfach damit, ich weiß nicht, ob der alte YouTube-Chat noch angezeigt wird, dann, wenn du joinst. Was stand das hier? Die Trophäen könnten auch härter sein. Aber war One Piece Pirate Warriors 3 schwerer zum Spielen, also vom Schwierigkeitsgrad her, oder war das auch so relativ einfach? Ja, Markus, Brook ist in Ordnung zu spielen. Ich muss sagen, ich finde Zoro und Carrot aber besser. Die laufen einfach etwas smoother runter. Pirate Warriors 2 habe ich auch nicht gespielt, tut mir leid. Auch Pirate Warriors 1 nicht. Das letzte One Piece Spiel, das ich gespielt habe, war One Piece Grand Battle auf der legendären PlayStation 1 noch. Das war ein reines Beat'em'up. Aber jetzt sag mal, für die Unwissenden unter uns, so wie mich zum Beispiel, was ist denn das Support-Feature? Dadurch immer einen im Kampf dann unterstützt, oder wie? Hm.
Macht Platz. Da lang. Ach, die Spiegel. Ich sollte auch mal Missionen lesen, was ich eigentlich machen muss. Ich könnte ja gedacht, das sind Gegner. Das ist so ein richtiges Grand Battle, wäre schon mal wieder cool zu spielen. So ein richtig schönes Beat'em'up einfach nur. Bräuchte ich auch gar keine Story oder sowas dazu. Nein, Markus, habe ich auch nicht gespielt. Ich bin ganz ehrlich, Grand Battle und OPPW4 sind die einzigen zwei One Piece Spiele, die ich bisher überhaupt gespielt habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich vermeide meistens diese ganzen Anime-Games, weil die meistens einfach nur auf Franchise getrimmt sind und vom Gameplay her und so immer meistens relativ schlecht sind. Das sind meistens einfach nur Geldmaschinen, die halt einfach produziert werden, damit es halt produziert ist und Geld reinbringt, aber Mehrwert vom Story oder vom Spielen her bringen die selten was. Also ich bin auch ganz ehrlich, wie gesagt, ich bin auch von One Piece Pirate Warriors 4 jetzt nicht so angetan. Im Nachhinein würde ich niemals wieder dafür 60 Euro ausgeben. Lohnt sich einfach nicht. Das Spiel ist weder von der Art zum Spielen her sonderlich spannend. Noch bringt mir die Story in irgendeiner Form irgendwas. Stirbst du endlich mal? Hi, der Witzka. Braucht die Minimap. Ah, okay. Gut, das wäre natürlich sicherlich ein cooles Feature, wenn es das auch hier gäbe. Ach, ich habe die Mission abgeschlossen. Wie denn das? Okay, also das ist halt das Support-Feature, dass halt ein Charakter gekommen ist und halt mit dir zusammen angegriffen hat. Ich glaube, das kenne ich noch von irgendeinem Dragon Ball-Spiel mal. Und mein Google aktiviert sich wieder. Ja, ich glaube, das Spiel hat 50, 60 Euro oder so gekostet. Also 50 oder 60, eins von beiden auf jeden Fall. So, uiuiui. Der alte Mann muss sich jetzt mal kurz umsetzen. Angenehmer.
Sollte ich auch vielleicht auch die Cam wieder ein bisschen hochstellen. So. Da, 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 da. So, haben wir den Whole Cake Island Arc bald geschafft? Wohl nicht. Reiß es nieder, die Teeparty der Hölle. Nachdem er die Gruppe gerettet hat, hackt Jinbei einen unglaublichen Plan aus, um die Hochzeit von Sanji und Pudding zu stören. Boah, Nami habe ich noch nicht gespielt. Die schaue ich mir mal an. Markus, ich bin vor 5 Tagen 30 geworden. Ich werde so langsam alt. Oh, es läuft die Nase. Hm? Was zur Hölle ist Kizuna Drive? Man merkt einfach, ich bin nicht so in dieser One Piece Spielewelt drin. Dann hoffen wir mal, dass es bei mir die XXY-Kombo ist. Ich spiele nämlich am PC mit dem Xbox-Pad. Versuchen wir gleich mal. Na Markus, dann mal raus mit der Sprache. Wie alt bist du denn? Ja, Naru, du sagst mir einfach gleich, ob es die richtige Kombo ist. Tja, da will mir der 23-Jährige sagen, ich bin mit 30 nicht alt. Komm du mal mit deinen Tagen in meine Jahre, dann reden wir weiter. Kizuna Drive war folgendes. Du hattest einen Balken, den du aufladen konntest. Ah, okay. Klingt interessant. Was? Die Mission ist schwer. Oh nö. Boah. Meine Haare sind unglaublich schlimm. Wird Zeit, dass die Friseure wieder offen haben. Ich will wieder eine Kurzhaarfrisur. Naja, Naru, wenn du sagst, die Mission ist schwer, vielleicht ist es die Mission, die Hamalala gemeint hat, dass die so nervig ist. Nervscheiß. Dann mal auf den Nervscheiß vorbereiten. So. Wenn es zu nervig wird, dann gibt's erstmal Frustnahrung. さんじの本心を聞き出し、一味と連絡を取ったルフィは、ジンベイの取り出しでビッグマム参加のベッジと会見する。ベッジはビッグマムの部下でありながら、お茶会を利用してある謀略を進めていたのであった。さて、決めようか。まず手を組むかどうかから。 Kann Japanisch, wie ihr seht. Klingt so danach, als hättest du in dem Spiel mit dem Kizuna Drive extrem wilde und lange Kombos gemacht.
Die meiste Zeit hier drücke ich nur auf X. Das ist so meine Spielweise. Die legendäre unendlich X-Kombo. Hat bisher geklappt. Ich bin damit bisher her durchgekommen. Und zwischendurch mal noch eine Spezialfähigkeit. Ansonsten X, 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 X. Ich bin nicht verrückt oder so. Ich tue nur so. Meistens. Ein guter Plan. ママの席の正面に置かれたマザーカルメルの写真を叩き割る。理由はわからんが、それでビッグマムは発作を起こして、規制を上げながら覇王色の覇気を発動するらしい。ちょっと待ってよ。それじゃルフィがおとりになるみたいじゃない。いいよ。写真を割るのは俺がやる。今面白い登場の仕方考えたんだよな。 なんでしょう。楽しそうですね。会場がたじろいでる間に俺たちはママを暗殺する。おめえらはその援護だ。他にやりたいことがあるなら止めやしねえ。用が済んだらさっさと逃げろ。互いの船に行き着いたらこの共闘もそこまでだ。武運を祈る。 Möge die Macht mit euch sein. Oh, ich bin mal gespannt, ob ich Zeus noch bekomme. Katakuri. Der ist geil. よく見ろ、サンジ。この忌まわしき。第三の目を。なんて美しい瞳だ。 近くで見たらつい見とれて。こいつ、夏目の化け物だ。気持ち悪い。怪物だ。我が子ながら君が悪いね、プリン。この目を美しいなんて言ったやつはただの一人も。どうした、プリン。早く撃て、プリンちゃん。 Ich glaube, die Szene geht ein bisschen länger. Reiß es nieder, die Teeparty der Hölle. Verpasse Big Mom eine Abreibung. Wird gemacht, Boss. So, erstmal Wachstumskarte. Hm.
So, was haben wir denn hier noch offen? Ja. Oha, wie viele Fähigkeiten haben wir denn jetzt schon? Tschüss. Okay, dann gucken wir mal. Stufe 4, 4, 2, 1. Habe ich da noch was Besseres? Ja, da habe ich noch einen Dreier. So, 1er, 2er. 2er. Lenkt für kurze Zeit Angriffe mit Illusionen ab und führt dann einen Blitzkonter aus. Erzeugt heißes Blasen aus der Spitze des Takt. Schlägt mit Kraft von Blitzen aus einer schwarzen Wolke im vorderen Bereich zu. Entfesselt eine Windböe und erzeugt Klone im Gegner wegzufegen. Schwingt mehrere Blitze wie Peitschen. Blitzangriffe in Verbindung mit mehreren anderen Angriffen. Was? Wie meinst du, das YouTube ist aus bei dir, Hammerlala? Guck mal kurz bei mir rein. Tatsächlich, der Stream ist irgendwie aus. Hä? Was ist denn hier kaputt? Was? Verstößt gegen die YouTube-Richtlinien. What the fuck? Warte mal. Ich starte mal den Stream kurz neu. Mal gucken, was passiert.